Damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir hier hoch, haben zwei wunderbare Loot-Folgen hinter uns gehabt und wir müssen jetzt quasi da hinten hin, ja, wir sind ja hier hoch, und müssen jetzt erstmal hier über das Conference Center quasi hier nach unten, um dann wahrscheinlich da so durchzugehen. Mich würde jetzt auch natürlich nochmal mega interessieren, ob wir hier einfach runterspringen könnten, ja, ohne zu sterben. Weil ich habe die böse Vermutung, dass wir hier, Überraschung, Überraschung, ach, so wechsle ich die Munition, Überraschung, Überraschung, hier irgendwie überrascht werden von weiteren Leuten. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal an. Schauen wir mal, was hier The Conference Room so sagt. Bis jetzt scheint es noch sehr ruhig zu sein. Aber das ist irgendwie so die Ruhe vorm Sturm. Ja, muss man auch ganz klar sagen. So, hier oben gibt es erstmal nichts. Beziehungsweise von hier oben sehe ich auch keine weitere Gefahr. Das ist aber alles sehr trügerisch. Ja, ich mag so eine trügerische Ruhe nicht. Weil das bedeutet immer, das kann nichts Gutes bedeuten. Also muss nichts Gutes bedeuten. Jetzt ist die Frage, jetzt bin ich hier noch höher. Kann ich hier irgendwo hochspringen? Mich irgendwo langhangeln? Warte mal, geht das? Vielleicht kann ich mich Nein, kann ich nicht. Gut. Dann ist es wahrscheinlich gewollt, dass wir hier runterspringen. Oder dass ich... Achso, ja, wie wär's mit hier mit runterspringen? Dass ich wahrscheinlich hier hingehe. Quasi... hier rüberspringe, damit nicht so viel passiert. Und ich von hier oben runterspringe? Einfach so? Ohne dass ich sterbe? Das ist mal nice. Okay, jetzt sind wir hier unten angekommen. Bis jetzt ist es auch immer noch ruhig. Finde ich auch okay. Ne? Wie in den letzten zwei, drei Folgen. Zwei Folgen waren es, glaube ich. Bin ich dabei, quasi eine entspannte Aufnahmen zu haben. Oder ich wünsche mir entspannte Aufnahmen, weil die letzten Aufnahmen, die davor waren, waren nicht ganz so entspannt. Die waren eher hektisch. So, wenn es jetzt da weitergeht, lass uns doch nochmal ganz kurz hier drüben gucken, weil hier drüben kam ich nämlich auch hoch. Warum ist hier eigentlich eine Tür? Ah, okay, deswegen. Weil da kam ich nämlich auch hoch, hätte hier rüber hüpfen können und kann wahrscheinlich in diesen abgeschlossenen Raum einmal rein. Achso. Muss ich jetzt dafür wirklich... Oh, nee, warte mal. Achso. Ah, ich hätte auch eine Flasche werfen können, war. Jetzt habe ich Munition verschwendet. Ich bin manchmal so Klasse. Unkonzentriert, beziehungsweise ich vergesse gerne mal solche Sachen, dass ich ja eigentlich Flaschen habe. Oh, Molly. Und diese einfach hätte schmeißen können. Ja, aber nee, was nehme ich? Ich nehme natürlich wieder Munition. Und finde dafür aber wieder eine Sammelkarte. Und zwar Arch Enemy. So, Arch Enemy. Hört sich auch geil an. Arch Enemy. Echter Name Markus Fordham. Intelligenz 60, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit keine. Dieser Verfechter der Selbstjustiz ist ein ehemaliger Army-Scharfschütze und äußerst geschickt mit dem Bogen. Sein zukünftiger Weg stand für ihn fest, als seine Familie bei einer Auseinandersetzung der New Dogs und der Society of Champions ins Kreuzfeuer geriet. Vor Trauer überwältigt, machte er sich auf eine gefährliche Jagd. Nicht mehr menschlich, sondern übermenschlich. Er legte sich einen Hightech-Tarnanzug und den Spitznamen Arch Enemy zu. Und stellte mit seinem Jagdinstinkt, seinem Verbundbogen und einem ganzen Arsenal an Hightech-Fallen für beide Kriegsparteien gleichermaßen eine Bedrohung dar. Das ist ein neutraler Schurke. Ja, da hat er mal Spaß gehabt. Ja, gut. So, das ist alles full, full, full. Hier haben wir wieder ein bisschen Werkzeugteile. Ja, nice. So, dann können wir hier nämlich auch die Tür öffnen. Und dann geht es nämlich weiter da hinten durch.
Wo wir schon die Tür gerade kurz aufgemacht hatten. Ich hatte die Hoffnung, dass wir da hinten einfach wieder rauskommen. Aber so wie es aussieht, müssen wir hier wieder ein paar Umwege gehen. Und warum ist das jetzt so extrem leise? Und I guess hier drin stinkt's. Und Umwege sind immer gefährlich. Und wenn es dann heißt, hier drin stinkt's, das bedeutet nichts Gutes. Nichts Gutes. Weil das könnte jetzt bedeuten, dass wir, surprise, surprise, hier jemanden haben, der uns gleich von links oder rechts überrascht. Ja, jetzt wissen wir, warum hier nichts Gutes ist. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Das sieht wirklich nicht gut aus. Scheiß Wolf, geschieht ja recht. Ja, okay, so kann man es natürlich auch sehen. Wenn es denn ein Wolf war. Ja. Oh, Scheiße. Verflucht. Was war das? What the fuck war das denn jetzt bitte? Habt ihr das auch gesehen? Da ist jemand lang gekrochen. Auf dem Boden. Kann ich die Türen eigentlich auch schließen wieder? Ich möchte sie zumachen. Einfach nur vorsichtshalber. Mann, nicht gut. Ja, das ist wirklich gar nicht gut. Ah, die Anspannung, sie ist... Und ich habe Gänsehaut ohne Ende, wa? Also ich habe jetzt hier... Okay. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, was wir uns noch machen können. Wir können uns wieder eine Bombe machen, das finde ich gut. Ich würde hier gerne noch was haben, aber das kann ich nicht herstellen. Okay. Hier gibt es nochmal Munition, Munition, Munition. Ich hab's echt erwischt. Ah, das sieht echt nicht gut aus für... Für mich. So, erstmal nachladen. Okay, hier ist keiner. Ah. Toll. Wer war denn das gerade? Da sind Fußabdrücke. Sieht das Geglibber? Oh nee. Kann ich hier schon was sehen? Natürlich nicht. Kann ich hier schon was sehen? Ey, ich höre was. Ja, aber mein Schleichmodus. Können Stalker jetzt nun sehen? Oh Gott, wie war denn das? Wie war denn das? Hilfe! Können Stalker jetzt nun was sehen oder nicht? Wie komme ich nach draußen? Oder können die nur was hören? Das wären alles so Informationen, die ich benötige. Hier ist keiner. Hallo. Alles voll. Da ist noch wer. Ich sehe dich doch. Gott.
Nein, 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 du bleibst hier. Du bleibst hier, du kleine Schlampe, du. Mich jetzt erst angreifen. Na, komm her. Ja? Das sind aber auch kleine Mistmaden. Warte mal, könnte ich... Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Kleine Wutschkratte! So, noch jemand fragen? Kleinen Ficker, Alter. Was sind denn das für Viecher? Okay. Ruhe bewahren brauche ich nicht mehr. Komm her hier. Wenn ich euch irgendwo hier erwische. Halt's Maul! Wichser, Alter. So, jetzt wird's erstmal hier geheilt. So, ihr kleinen Pappnasen. Hab ich noch Fragen? Maul! Das kriegst du aufs Maul. Oh, da drüben ist noch einer. Komm her hier. Fuck you, Alter. So, noch jemand fragen? Ja, besser ist. Ah, kommt er wieder von der Seite? Wichser, Alter. So, nochmal Medikit hier anbabbeln. Sonst noch jemand? Ja, das denke ich mir jetzt auch gerade hier. Sonst noch jemand fragen oder was? Gut. Ja, besser ist. So, lass uns mal ganz kurz. Ich brauche mal nochmal ein paar Medikits. Geht nicht anders, ey. Das ist ja. Oh, das war ja wieder ein bisschen aufregend. Aber gehört dazu. Können wir jetzt hier noch weiter looten? Oder gibt es jetzt hier noch mehr so eine Viecher? Okay. Hier gibt es aber noch ein Fenster. Warum ist es so laut auf einmal? Achso, weil unter uns Wasser ist. Ja, gut. Erklärt denn auch die Lautstärke? Das ist krankenlos. Ja, wow. Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Da ist das Krankenhaus. Es ist nicht mehr weit. So, lass mich raten. Jetzt müssen wir hier rüber sprinten. Und jump! Nice. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay. Runter zur Straße. So, jetzt erstmal nachladen, weil wir werden hier definitiv wahrscheinlich noch ein paar Stalker treffen. Jetzt ist die große Frage, sehen die jetzt mich mit wegen dem Licht? Sehen die mich wegen... Den hätte ich auch greifen. Wow! Okay,
Okay, wir wissen auf jeden Fall, Stalker und Klicker am Start. Gut, jetzt könnten wir uns überlegen, ob wir jetzt hier ein bisschen was preparieren. Einfach um ihn hier zu outplayen. Oder... Nö. Oder wir saven jetzt hier und sagen... Nö, wir saven jetzt hier. Genau, das machen wir jetzt. Wir saven jetzt hier. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder ein kleines bisschen Spaß in der jetzigen Folge. In der nächsten Folge wird geballert. Wir werden mal gucken, ob wir das ein bisschen tricky machen. Ob wir das YOLO-mäßig machen, Rambo-mäßig. Keine Ahnung. Ihr könnt gerne dazu einen Kommentar lassen, was euch lieber ist. Ninja-technisch, Rambo-mäßig oder so ein Mix aus beiden. Ansonsten lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, natürlich auch ein Abo. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.